Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros. Im letzten Part haben wir einen richtig epischen Riesenbosskampf bestritten. Wenn ihr das verpasst habt, dann schaut unbedingt euch nochmal den letzten Part an, denn es war echt, es war richtig episch. Und jetzt haben wir endlich mal den Geist des Traumsteines besiegt und hoffentlich würde er uns jetzt auch wirklich sagen, wo der Traumstein denn ist. Denn das wollten wir ja eigentlich von ihm, aber er war ja irgendwie zu bockig. So, was hat er denn zu sagen? Hey Grüner, du bist unglaublich. Ich dachte, alle Wachwelttypen wären kleine Würstchen. Aber du bist eine riesengroße Wurst. Wo der Traumstein ist, dir sage ich es. Gerne. Na endlich, vielen Dank. Endlich. Ja, Traumbär denkt genauso wie ich. Ich sag's aber nur dem Grünen. Das wird unser kleines Geheimnis. Okay. Dann mal los, Luigi. Was ist das? Ein Berg. Wolken. Felsen. Steile Hänge. Ein Berg. Ja, definitiv. Ein Berg? Der Pyjama-Gipfel. Hörst du etwa zu? Das geht dich gar nichts an, also halt dich da raus. Der Pyjama-Gipfel. Das ist ein riesiger Berg im Norden der Insel. Seid ihr jetzt zufrieden? Dann kann ich ja endlich zurück ins Bett. Oh, und Grüner, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. So viel Spaß hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Vielleicht wächst ja nächstes Mal auch der Rote mit. Tschüss, bis dann. Ja, sehr interessant. Ich bin froh, dass wir ihn los sind, um ehrlich zu sein. Kehren wir in die Wachwelt zurück. Unser nächstes Ziel heißt Pyjama-Gipfel. Oh yeah! Okay, wo geht's denn zurück? Ich glaube, hier nach links. Ja, wir müssen jetzt noch bisschen hier durch die Gegend spazieren, aber wir sind gleich da. Ernsthaft, ich muss noch mal die Luigi-Sion machen. Mann, ich will doch einfach nur zurückspielen. Lass mich zurück. Wenn ich jetzt, boah, wenn ich jetzt in den Gegner reingelaufen wäre, dann wäre aber was los gewesen hier. So, Moment mal, wir haben neue Stiefel bekommen beim letzten Mal im Kampf gegen den Riesenboss, nämlich Fallenstiefel, glaube ich. Mal gucken. Fallenstiefel beenden eventuell vorzeitig den Angriff beschädigter Gegner. Ja, ich weiß gar nicht hundertprozentig, was die können. Beenden den Angriff beschädigter Gegner. Ja, ich glaube, das heißt einfach, wenn Gegner schon Schaden genommen haben und ich springe nochmal auf sie drauf, dann können sie schon instant sterben. Oder? Ich weiß nicht, wir geben es mal Luigi und werden es mal ausprobieren. Er hat jetzt keine Kugelhagel-Items mehr, aber. Oder Kugelhagel-Ausrüstungsgegenstände, aber ist jetzt nicht so schlimm. Das passt schon, denke ich. So, und wieder zurück in die Wachwelt. Okay. Dann war unsere Mission ja so einigermaßen erfolgreich. Wir konnten zwar den Traumstein leider nicht vor Bowser oder Antasma kriegen, aber wir wissen jetzt zumindest, wo er ist, nämlich auf dem Pyjama-Gipfel. Und los, raus mit der Sprache! Was habt ihr herausgefunden? Der Traumstein befindet sich auf dem Pyjama-Gipfel. Pyjama-Zipfel? Wo soll das denn sein? Du Idiot, Glitzerstern. Er erhebt sich im Norden der Insel, gleich hinter dem Kissenschloss. Hinter dem Kissenschloss? Verstanden. Dann los, wir müssen zum Pyjama-Gipfel. So, jetzt will ich hier zu dem Block. Aber ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Nee. Also, man braucht da eine spätere Fähigkeit. Aber ich dachte, man kann da auch schon sich irgendwie hintricksen oder so. Durch einen. Nee. Selbst durch einen mega perfekten Sprung, ich glaube, das wird nix. Nee. Okay, wir lassen das. Wir gehen wieder zurück. Wir können mal kurz gucken, wie es jetzt hier in der Nickerwüste ausschaut mit dem 100% Gedöns. Einmal Bohnen. Da fehlen uns noch 5. Ich glaube, das passt aber, weil ich glaube, uns fehlen wirklich noch 5. Also es kommen auf jeden Fall noch einige und es könnten 5 sein. Und Kisse fehlen uns noch 3 in der Nickerwüste. Das könnte auch stimmen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber müsste eigentlich schon passen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwo einen Kissu übersehen haben. Das wäre schon ziemlich komisch. Und hier war ich noch nie. Echt? Okay, hier ist ein Sirup. Ach, schau mal einer an. Hier ist einer. Okay, ich dachte eigentlich, hier links waren wir schon, aber... Nee, Blödsinn kann ja gar nicht sein. Wir waren schon eins weiter unten sind wir schon nach links gegangen, um da eine Abkürzung freizulegen. Vielleicht kriegen wir hier jetzt auch gleich noch eine Abkürzung. Aber da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hier. Ist ja ein komplett neuer Kisso. Und das ist dann der 9. in diesem Gebiet. Und dann fehlen nur noch 2. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass noch 2 fehlen. Als dass nur noch einer fehlt. Als dass noch 3 fehlen. Sorry, ich laber schon wieder Blödsinn.
Okay, und hier gibt es einfach nur einen Einzelraum mit einem einzigen Albtraumsplitter. Aber wahrscheinlich dafür einigen Gegnern, die uns im Weg stehen. Habe ich eigentlich... Was habe ich denn ausgerüstet gerade? Habe ich meinen Räuberarmreif? Müsste ich eigentlich, weil wir waren ja gerade eben in der Traumwelt. Und wir haben ein neues Missionsziel oder eine neue Bonusaufgabe. Echt? Hä? Irgendwas für den Pyjama-Gipfel? Nee. Ach nee, ja, richtig. Wir haben die... Hier, Traumsprung. Wir haben ja im letzten Part, oder war es im letzten Part, glaube ich schon, auch eine neue Traumattacke gelernt, nämlich den Traumsprung. Und den müssen wir noch auf Exzellenz schaffen, um eine neue Bonusaufgabe zu erfüllen. Und ich glaube, das werde ich dann jetzt auch beim nächsten Kampf einsetzen. Wenn hier noch ein Kampf kommt, aber müsst ihr eigentlich. Ja, ich höre schon irgendwo einen Gegner. Da werden wir dann den, da unten ist er, da werden wir dann den Traumsprung gleich mal in Action sehen, wie der so abgeht. So, komm her. Na komm, jetzt geh runter. Und bam. So, also der Traumsprung. Es wird nicht einfach, ihn mit einem exzellenten, mit einer exzellenten Wertung hinzubekommen, aber ich gebe mein Bestes. Greife einen Gegner mit ausgerüsteten Stiefeln an, genau. Okay, dann mal los. Also wir müssen schön stapeln und auch wirklich schön. Immer den ersten, Gottverdammt, immer den ersten Sprung verkacke ich. Die danach gehen so einigermaßen, aber der erste ist immer miserabel. Nein! Ja, nee. Nee, das ist auch absolut kein Exzellent. Nein, das ist ein Super, höchstens. Ja. Ja, scheiße, das ist aber auch schwierig. Und er ist auch viel schlechter, könnt ihr sehen. Also gegen mehrere Gegner ist der Traumsprung viel, viel schlechter. Die haben, oder die meisten von denen haben sogar überlebt jetzt. Was halt echt ziemlich lächerlich ist. Gegen einen einzelnen Gegner ist es schon ganz gut, weil der wird halt ziemlich hart getroffen. Aber, ja, ansonsten ist es nicht so gut. Und ich benutze jetzt nochmal. Weil ich möchte jetzt eigentlich die exzellente Wertung schon noch hinbekommen. So, okay. Also man muss nicht unbedingt in der Luft noch ausrichten mit links und rechts. Man kann es halt machen, aber muss man nicht. Wenn man schon perfekt gesprungen ist, dann passt auch so alles und das ist exzellent. Ja, einer ist weggeflogen. Also man sieht immer, dass ein paar Luigis wegfliegen. Und je nachdem, wie viele da wegfliegen, das ist immer ein gutes Anzeichen dafür, ob der Sprung gut war oder nicht. Traumattacke 2 bestanden. Schön. So, und bam, nimm das. Greift er auch noch an? Nein. Okay, dann kriegt er jetzt die volle Breitseite meines Sprunges ab. Und kap... Bam. Das war nur ein okay. Na, meinetwegen. Dann halt kein Exzellent und kein Super und kein Gut. Einfach nur ein okay. Okay. So. Jetzt benutze ich aber mal wieder meine Traumkugel, weil die einfach besser ist. Ihr habt es ja gerade gesehen, also... Wie gesagt, gegen einzelne Gegner ist der Traumsprung ganz okay. Da ist aber auch nicht berauschend. Also der macht gar nicht so viel Schaden, wie es eigentlich so den Anschein macht. Das werden wir dann bestimmt mal bei dem nächsten Traumboss herausfinden. Also wir hatten ja jetzt keinen richtigen Traumboss, sage ich mal. Wir hatten ja nur einen Riesenboss, aber da kann man ja keine neuen Attacken ausprobieren. Aber bei dem nächsten... Ich sag mal, normalen Traumboss, werden wir bestimmt öfter mal den Traumsprung auch verwenden. Und dann können wir ja sehen, ob das wirklich so viel mehr Schaden macht als die Traumkugel. Ich glaube nämlich wirklich gar nicht unbedingt. Und gegen einzelne Gegner, das haben wir jetzt oft genug gesehen, ist die Traumkugel einfach eine Million mal besser als der Traumsprung. Da kackt der Traumsprung richtig ab. Muss man wirklich so sagen. Und wir haben schon 15 Kisse gerettet. Cool. Ah genau, wir können uns jetzt auch unsere Belohnung abholen. Bei, wie hieß er? Traumsworf, genau. Denn ab 12 Kisse oder 13? Ich glaube 12. Ich glaube ab 12 kriegen wir wieder was Neues. Und da bin ich schon sehr gespannt, was es ist. Ich glaube, ich weiß es noch, was es ist. Wenn es zumindest das ist, was ich denke. Und wenn das wirklich so ist, dann ist es was sehr Interessantes. Das war jetzt viel Is, glaube ich. Zählt mal, wie viele Is ich gerade eben gesagt habe. So. Vielen, vielen Dank. War wirklich ziemlich stickig da drin. Dachte schon, ich müsste für immer hier drin bleiben. Vielen Dank. Hoffe, ihr zieht aus der Aktion hier positive Energie für eure nächste Abenteuer. Ja. Hat er sonst noch was zu sagen? Also sagt er was anderes? Infos hören. Ich war so lange versteinert, mein ganzer Körperschmerz. Muss unbedingt ein wenig Yoga machen, wieder locker werden. Jawohl, Yoga. Euch würde etwas Bewegung sicher auch gut tun. Hey, was soll das heißen? Ja, wir essen vielleicht ein bisschen viel, vor allem Mario. Also Luigi geht ja. Luigi ist ja relativ schlank, aber Mario... Hat schon so ein kleines Bäuchlein, aber was soll's. So, hat der Typ jetzt eigentlich neue Orden?
Nein. Wir haben jetzt natürlich mehr Geld. Deswegen könnten wir eigentlich den jetzt leer kaufen. Und ich glaube, das mache ich auch. Ja, weil wir haben genügend. Ja, doch. Ja. Weil früher oder später werden wir die eh alle kaufen. Also, ja, werde ich sie sowieso alle kaufen, wegen 100% und so. Und dann mache ich das doch jetzt. Kann ich irgendwas verkaufen? Ich glaube schon. Irgendeinen Stiefel wegen den, oder? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ja gut, ich könnte die Kugelhage verkaufen. Will ich das? Ja. Ja, so wichtig sind die jetzt auch nicht. Das passt schon. Weg damit. Okay. Vielen Dank. Sagt er jetzt eigentlich noch was, weil wir ihn ausgekauft haben? Nein, okay. Hat jetzt einfach... Er steht, hat noch seinen Laden, obwohl er nichts mehr zu verkaufen hat. Na, wenn er meint. Okay, wir gehen ja... nein! Gott, das wollte ich nicht. Okay, dann fliehen wir jetzt da einfach, weil ich will ja nicht gegen denselben Gegner zweimal kämpfen, habe ich euch ja mal gesagt. Gott verdammt, jetzt lasst mich doch in Ruhe, ihr Kackviecher. Obwohl, ja, nee, doch, oder? Ich greife jetzt doch an, ich will mal was ausprobieren. Ich verkacke jetzt mal den Angriff. Ich hoffe, dass der noch überlebt. Was seid ihr für Schlappschwänze? Ja, weil ich wollte meine Fallenstiefel ausprobieren, ob das jetzt wirklich stimmt. Ja, obwohl, es hat eh nicht funktioniert, aber egal. Ich will mit den Fallenstiefeln von Luigi auf jeden Fall noch ausprobieren, ob das wirklich stimmt, dass ein Gegner stirbt, wenn er schon Schaden hat und ich ihn dann nochmal treffe. Oder er nicht unbedingt sofort stirbt, aber sterben könnte. Stand er schon da? Ja, ich glaube schon, mit dem haben wir schon mal gesprochen. Glaube ich zumindest. Hier ist nochmal so ein Muschelmart, aber okay. Die Regus... Oh Gott, meine Stimme, what the fuck. Jesus. So. Die Registrierung für unsere Pyjama-Gipfeltour ist jetzt in vollem Gange. Besuchen Sie unsere Agentur in Peenemünde. Auch Neulinge sind uns jederzeit willkommen. Die Pyjama-Gipfel-Bergtour? Da muss man sich anmelden? Ihr möchtet an unserer Bergtour teilnehmen? Nur registrierte Bergsteiger sind in der Pyjama-Gipfel-Region zugelassen. Die Registrierung... Gott, ich kann nicht reden und meine Stimme ist im Arsch. Was ist los? Die Registrierung könnt ihr in der Ausflugsagentur in Peenemünde jederzeit beantragen. Ich würde mich freuen, euch als Teilnehmer der Bergtour begrüßen zu können. Das war die Ausflugsagentur. Ist ja schon ungewöhnlich. Aber es scheint, das ist unsere einzige Möglichkeit, wenn wir auf den Pyjama-Gipfel klettern wollen. Hier haben sich in letzter Zeit echt ein paar Dinge verändert. Die Ausflugsagentur in Peenemünde also, ja? Na gut, dann müssen wir da jetzt wohl hin. Nach Peenemünde kommen wir, wenn wir im Pilzwaldpark nach Westen abbiegen. Okay. Ja, wir können jetzt eigentlich mal kurz, also in dem Part werden wir so ein bisschen erkunden. Wir können jetzt mal kurz hier nach links gehen. Mit dem Tod haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Doch, haben wir. Wir gehen jetzt mal hier kurz nach links zu dem Schlummerstrand. Der hat auch voll die coole Musik und hier waren wir nämlich noch nicht. Wir können hier auch noch nicht viel machen, aber es gibt zumindest ein paar Münzen und so. Und deswegen, ja, warum denn nicht? Oh, die Musik. So, hier können wir mit Mario schon durch und schon ein bisschen was mitnehmen. Nämlich eine Supernuss, 10 Münzen und mehr Münzen und, na komm, und einen Superpilz. Und mehr ist hier, glaube ich, nicht mehr. Nein, okay. Ja, und da unten werden wir jetzt gleich aufgehalten werden von irgendwelchen Typen, die sagen, nee, hier ist kein Durchgang und so weiter, weil wir sollen hier ja auch noch gar nicht hin. Und sonst ist hier auch nichts mehr. So, oder? Hä? Kann ich hier doch schon durch? Nee, hier sind sie, okay. Aber hier können wir schon ein bisschen was machen, tatsächlich. Also, ja, Bohnen und Blöcke mitnehmen. Das sage ich auf jeden Fall nicht nein. Da komme ich noch nicht rüber zu dem Block. Da brauchen wir eine spätere Fähigkeit. Aber hier ist noch was, nämlich mehr Münzen. So, was geht mit dir? Der Schlummerstrand ist im Moment wohl total überfüllt. Ich hoffe nur, wir kommen trotzdem bald rein. Keine Lust zu warten. Okay. Willkommen am Schlummerstrand. Entschuldigt, dass wir euch nicht durchlassen können. Der Strand ist überfüllt. Tut mir leid, aber das Ordnungsamt will es so. Kommt wieder, wenn etwas weniger los ist, ja? Sagt er dasselbe? Ja. Oder hat er? Moment. Ja. Ich wollte nur sicher gehen. Okay, wir können übrigens auch schon auf der Karte ein Attackenfragment sehen. Also hier im Schlummerstrand wird es auch wieder eine neue Attacke geben. Aber das dauert noch ein bisschen. Denn erstmal ist ja jetzt unser Ziel der Pyjama-Gipfel und vorher ja Peenemünde. Also wir haben einiges zu tun, bevor wir überhaupt mal dran denken können, überhaupt in den Schlummerstrand zu gehen. Und ich will mal kurz speichern. Steht da was Neues?
Müsst ihr eigentlich. Ja. Anscheinend befindet sich der Traumstein irgendwo auf dem Pyjama-Gipfel. Und das war's. Ja, die Texte da hätten echt ein bisschen, noch ein bisschen mehr und, ne, wie heißt das Wort? Nicht präziser, sondern, es hätte halt einfach mehr dran stehen können. Mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Ausführlicher. Oh Gott, warum fällt mir ausführlicher nicht ein? Keine Ahnung. Also wir müssen ja auch noch einige Bohnen hier im Pilzwaldpark finden, aber das werden wir nicht jetzt machen. Das machen wir irgendwann anders. Vielleicht mache ich da auch so einen Zusammenschnitt oder so. Weiß ich noch nicht genau. Da oben. Warte mal, kommen wir da schon hin? Nein. Hier ist ja dieser ominöse Block, an dem wir noch nicht hinkommen. Und da ist auch eine Bohne. Aber geht momentan noch nicht, deswegen lassen wir das erstmal. So, und ich möchte in diesem Part auch noch Peenemünde erreichen, wenn es geht. Aber ich möchte vorher noch ein bisschen was anderes machen. Also um eben nach Peenemünde zu kommen, müssen wir jetzt hier nach Westen gehen, also nach links. Da ist ja wieder so ein gelber Strang. Also übrigens auf der Karte, wenn das so ein gelber Weg ist, dann heißt das, dass wir in ein komplett neues Gebiet gehen. Und bei einem weißen bleiben wir im selben Gebiet und es tut sich halt einfach nur ein neuer Kartenteil auf. Und wir gehen jetzt mal hier nach rechts, weil hier waren wir auch noch nie. Was gibt's hier denn zu finden? Mal schauen. Ein ominöser Schalter, der uns eine Brücke öffnet. Okay, vielen Dank. Und noch Blöcke. Da muss ich außen rum gehen. So, bisschen spazieren gehen durch die Gegend, die Atmosphäre genießen und einige Münzen abstauben. So. Oh, die Musik. Oh, die Musik in dem Spiel ist so unendlich gut. Also jeder einzelne Soundtrack ist sowas von episch. Das, oh, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Da komme ich noch nicht hin an die Bohne. Und wie... Achso, da war ich gerade eben. Da links, okay. Da war ich mit Mario gerade eben. Und was ist denn hier oben? Hier ist... gar nichts. Ich finde übrigens, das hier sieht ein bisschen aus wie ein Fragezeichen. Also hier so... Ne, da oben und da unten der kleine Punkt. So ein bisschen zumindest. Ja, hier wird bestimmt niemals irgendetwas sein. Das ist nur ein Kartenabschnitt, der einfach so da ist und keinen tieferen Sinn hat. Genau. So, dann gucken wir uns noch den Osten an. Denn da können wir auch noch kurz entlang gehen. Und mal schauen, ob wir da auch wieder von irgendwas aufgehalten werden oder nicht. Ich kann es ja schon mal sagen, ja, werden wir. Wäre ja sonst auch viel zu einfach. Wir kriegen aber noch eine Bartbohne. Und einen Block, nämlich noch mehr Münzen. Und hier hoch kommen wir schon wieder nicht, weil uns da noch eine spätere Fähigkeit fehlt. Ja, ihr könnt es euch jetzt wahrscheinlich schon denken, weil es gab schon sehr, sehr viele Orte, die etwas höher gelegen waren und wo wir noch nicht hingekommen sind. Also, ja, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann weiß man schon, was uns noch erwartet. Denn, ich kann es jetzt schon mal sagen, wir kriegen später nochmal eine Fähigkeit, mit der wir ein bisschen höher springen können. Das wird aber auch noch einige Zeit lang dauern. Also das kriegt man erst ziemlich spät im Spiel. So, und hier ist jetzt die Brücke repariert. Und deswegen können wir hier zurückgehen. Und das sollen wir ja auch so indirekt. Also wir sollen eigentlich nach Peenemünde. Was? Ja, ja. Okay. Eigentlich sollen wir nach Peenemünde. Und da oben, also hier ganz, ganz nach oben, ist dann der Pyjama-Gipfel. Ich möchte aber vorher kurz ins Kissenschloss. Denn ich habe euch ja mal gesagt, dass es da so ein... Ja, so ein Mini, ja nicht wirklich Easter Egg, aber sowas Witziges gibt. Und ich hoffe, dass das jetzt der Zeitpunkt dafür ist. Mal schauen. Und zwar muss ich dafür, ich glaube, ich hier nach links, oder? Ja, genau. So, und jetzt müssen wir mit Blockhart sprechen. Und jetzt passt mal auf. Man geht sogar automatisch zu ihm hin. Diese schnauzbärtigen Herren, glauben Sie mir, sie sind vollkommen barbarisch. Wissen Sie, was diese Brüder tun? Sie springen gegen Blöcke und die Blöcke werden daraufhin ganz braun. Sie hören nicht in die Blöcke hinein. Sie haben kein Gefühl für Blöcke. Ich fürchte sogar, sie fühlen nichts. Wenn ich nicht meine Verpflichtungen auf dieser Insel hätte, dann... Ich würde diese Vögel von der Insel verweisen. Sollen sie doch bei sich zu Hause gegen Blöcke springen. Nanu? Oh, mein Block! Oh, verehrte Gäste, ihre Bärte, sie glänzen heute wieder ganz einmalig. Wir haben alles mitgehört, du Arsch. Und deshalb sehen wir auch so auf sie. Auf Wiedersehen. So ein Arschloch, oder? Und das kann man, diese Szene kann man auch wirklich nur sehen, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt hier hingeht. Also ich glaube, wenn wir jetzt zum Pyjama-Gipfel gehen würden und den abschließen würden, dann könnte er schon weg sein. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, aber auf jeden Fall ab irgendeinem Zeitpunkt ist er hier weg. Also man hat nur begrenzt Zeit, um dieses Gespräch mitzuhören. Und das ist echt ziemlich witzig, weil... warte mal, hier ist noch der andere Ordenladen. Weil in Mario und Luigi Abenteuer Bowser war der auch schon.
Und wenn da Mario oder Luigi zu ihm hingegangen sind, dann war er auch schon total böse zu ihnen und hat gesagt, ja, ihr Blockverachter, ihr springt immer gegen die Blöcke, nehmt die Münzen und so weiter und wollt ja auch nichts mit uns zu tun haben. Also echt ziemlich witzig hier. Sagt der jetzt mehr? Der hier? Nein, der hat genau dasselbe. Okay, also ich suche, oder? Hat er, ja. Ich suche immer noch meinen einen tollen Orden und das ist tatsächlich auch der letzte, der uns noch fehlt, können wir sehen. Also, weil das ist einer von Luigi. Und ja, Luigi hat schon alle anderen, ihm fehlt nur noch ein einziger. Und das ist eben der tolle Orden, den ich haben will. Ich glaube, der heißt sogar... Heißt der nicht Wunderorden oder so? Den werden wir aber bald bekommen, weil ich glaube, den kriegt man in Peenemünde, wenn mich nicht alles täuscht. Was mit Peach eigentlich? Mario, Luigi, danke, dass ihr mich vorhin gerettet habt. Ja, machen wir doch immer. Und Toadsworth? Wir sind so glücklich, euch wohl aufzusehen, Prinzessin. Meister Mario, Meister Luigi, mein Dank lässt sich einfach nicht in Worte fassen. Ja, gerne. Ich möchte eigentlich... Also eigentlich gibt es nicht arg viel mehr zu tun im Kistenschloss. Ja, obwohl doch so halb. Ja, doch, also in dem Part machen wir mal so ein bisschen erkunden und so ein bisschen durch die Gegend laufen. Ist jetzt vielleicht nicht das Allerspannendste, aber hey, muss auch mal sein. Und ich möchte... Wo ist denn das? Hierhin? Ja... Okay, der Typ steht immer noch drunter. Ja. Ich habe gedacht, man kann diesen Block jetzt schon aktivieren, aber... Ja gut, ja, macht Sinn, dass man den noch nicht aktivieren kann. Das geht nämlich erst, wenn wir in Peenemünde waren. Glaube ich zumindest. Also in Peenemünde passiert einige. Mach mal eine Stimme. Entschuldigung, hey, ich weiß nicht, was los ist heute. Also in Peenemünde passiert einiges und auch sehr, sehr wichtiges. Und Peenemünde ist auch echt ein cooler Ort. Und wir können jetzt mal hier nach links und nach rechts gehen und mal schauen, was da so ist. Sieht wie ein Restaurant aus. Hört mal, der Kerl ist verrückt. Dieses Penhennen-Kostüm. Er denkt tatsächlich, das wäre das echte Vieh, das schon seit Ewigkeiten hier lebt. Ich wette ja, das ist bloß ein Angestellter mit einem Kostüm. Ja, das behaupten die doch alle, dass es kein Kostüm ist. Ihr kennt doch die Penhenne, das Maskottchen dieser Insel. Ich habe gerade mit ihr geredet. Sie lebt schon seit Ewigkeiten hier. Ist das nicht fantastisch? Ja, nein, das ist nicht fantastisch, sondern du bist einfach ein Vollidiot. Oh Gott, sind hier viele Leute. Sag, hast du das gehört? Im Süden der Insel gibt es einen echt hübschen Strand. Da waren wir gerade eben, der Schlummerstrand. Und im Norden soll es wohl einen majestätisch großen Berg geben, der Pyjama-Gipfel. Was? Wirklich? Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ja, Ladomita ist schon irgendwie toll. Ich habe mir sagen lassen, das hier wäre die ideale Insel, um neue Freunde zu finden. Aber seit ich hier bin, hat sich noch niemand für mich interessiert. Vielleicht sollte ich doch mal selbst aktiver werden. Forever alone. Yoshi! Bin meiner Nase gefolgt, die hat es gut gerochen. Und genau wie ich mir gedacht habe, Futter fressen, yay, das Einzige, woran Yoshis denken, Futter fressen. Hier relaxen ist wirklich das Allerbeste. Mit Fremden quatschen, ein paar Snacks genießen. Und was mache ich heute? Egal, alles, was ich will. Okay. 5 Münzen. Oh Gott, ich krieg meine Stimme nicht in den Griff heute, das gibt's ja wohl nicht. Sorry, tut mir echt leid. Ja. Denk mal drüber nach. Weltreisende, die hier sind, um die Insel zu erforschen. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte das auch. In einem weit entfernten Land coole neue Leute treffen. Ja, hätte schon was. Und mit dir? Was ist mit dir los? Willkommen im berühmten Café im Kissenschloss. Oder Café im Kissenschloss. Die meisten Leute kommen zwar wegen Besichtigungen ins Schloss, aber bei uns haben alle nur Augen für den Café. Bitte bleibt doch. Bleibt so lange ihr mögt. Kriegt man hier einen Kissolatte? Oder wie? Mal schauen. Gefällt euch das Café? Hier treffen sich Leute aus der ganzen Welt. Und wisst ihr auch warum? Wegen dem Kaffee! Ne, wir kriegen hier nichts, okay. Aber hier gibt es coole Snacks und so. Also ich würde hier gerne mal ein bisschen abchillen. Ja. Schade, dass man hier nichts trinken kann. Die Aussicht ist auch cool. Da schaut mal nach draußen. Also hier wäre ich gerne. So. Und hier auf der rechten Seite, also zumindest rechts unten, ist was sehr, sehr Besonderes. Aber ich glaube, da können wir noch nichts machen. Obwohl, oder können wir? Doch, könnten wir sogar. Oder? Mal schauen. Ich weiß jetzt nicht mehr sicher. Dieses Zimmer, ich frage mich, welchem Zweck es dient. Sieht ja ziemlich extravagant aus. Es scheint, als hätte sich fast alles hier im Schloss verändert. Nur hier herrscht noch die gleiche Atmosphäre wie früher. Traumbert, du kennst diesen Raum? Selbstverständlich. Hattet ihr es schon vergessen? Ich bin der ursprüngliche Besitzer dieses Schlosses. Ich werde euer Reiseführer sein. Versucht einfach, mir zu folgen. Okay. Ja. Wenn ihr eine Herausforderung zu schätzen wisst, werdet ihr diesen Ort lieben. Die Kampfarena. Hier träumt ihr von Kämpfen gegen schreckliche Gegner, die ihr bereits getroffen habt. Aber in euren Träumen sind sie stärker als zuvor. Und ihr erhaltet Preise, wenn ihr sie besiegt. Wollt ihr euer Glück in der Arena versuchen?
war jetzt eigentlich nicht geplant, aber wir können zumindest mal reinschauen. Euch erwartet die Herausforderung eurer Träume. Okay. Die Kampfarena gab es auch schon in Mario und Luigi 3 Abenteuer Bowser und ist auch echt richtig episch. Also ich bin echt froh, dass sie hier sowas eingeführt haben und soll es ab jetzt auch in jedem Mario und Luigi geben. Wir können entweder Riesenkämpfe oder normale Kämpfe nochmal bestreiten, die wir schon bestritten haben. Nämlich einmal gegen den Roboter X, Bowser X und Antasma X und Grimdorn X. Hier wird Level 22 oder höher empfohlen und wir haben gerade 15, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen wird es dann doch ein bisschen schwierig. Aber, also man kann es trotzdem schaffen. Ja, wohl, ja, ich bin mir nicht sicher. Denn wir können auch unten sehen, bei Ziel, da steht maximale Züge 6. Also man muss es immer in einer bestimmten Zuganzahl schaffen, sonst hat man verloren. Und man muss auch Münzen zahlen, das steht rechts. Kriegt aber auch Münzen, wenn man den Kampf gewinnt. Also das werden wir jetzt noch nicht machen, sondern später, wenn wir so auf Level 22 sind. Und Riesenkämpfe kann man eben auch wieder machen. Die kann man zu irgendeinem Zeitpunkt machen, weil da ist es egal. Man macht immer gleich viel Schaden, egal welches Level man gerade hat. Machen wir aber auch nicht jetzt, sondern auch irgendwann später. Also auch hier in der Kampfarena werde ich euch noch jeden einzelnen Kampf zeigen. Und zwar wirklich jeden einzelnen. Also das merken wir uns definitiv, diesen Ort hier. So, und was ist hier rechts oben? Da ist auch ein, da ist ein komischer Ort. Weil da ist was, obwohl da gar nichts ist. Denn hier sind erstmal Blöcke. Und da oben ist noch ein weiterer Durchgang, wo wir aber wieder einmal nicht hinkommen, weil uns noch eine tolle Fähigkeit fehlt. Ja, super. Erstmal noch ein paar Münzen. Und was mit dem? Der steht an der Wand. Okay. Gute Aussicht, oder? Huch, hier. Ihr habt mich gefunden. Was? Nein, ich hab doch nicht blau gemacht. Mann, so ein Glück, ihr seid ja nur Besucher. Hört mal, sag bloß keinem, dass ich hier blau mache. So eine faule Sau. Hab ich übrigens auch manchmal. Einfach mal so, wenn ich mal keinen Bock hatte oder so. Das muss mal sein. Okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, das Kissenschloss erstmal genügend erkundet und alles gesehen und gemacht, was ich noch in diesem Part so machen wollte. Und wir können noch kurz Peenemünde betreten. Was hat er eigentlich jetzt zu sagen, der Typ? Viele Mysterien ranken sich um das Volk von Ladomita, verstehen Sie? Ja. Und er hasst uns immer noch, aber er will es einfach nur nicht zugeben. Der hat uns ja vorhin auch als Vögel bezeichnet, ne? Das ist gar nicht mal so nett von ihm. So ein mieser kleiner Arsch. Naja, was soll's. Wir mögen ihn ja auch nicht wirklich, also beruht auf Gegenseitigkeit. Okay, also ich würde sagen, wir betreten in diesem Part noch Peenemünde. Und im nächsten Part schauen wir uns die Insel, was laber ich, die Stadt dann genauer an. Denn Peenemünde ist eine Stadt, ist eigentlich so die Hauptzentrale, würde ich mal sagen, von Ladomita. Und da gibt es auch wenige Kämpfe. Beziehungsweise, nee, wir werden uns noch nicht Peenemünde anschauen, weil, oder noch nicht hingehen in diesem Part, weil hier gibt es noch ein paar Gegner, stimmt, ja. Wir müssen erstmal hin zu Peenemünde. Hier sind nämlich noch ein paar neue Gegner, aber die gibt es erst beim nächsten Mal. Denn das war es jetzt erstmal für diesen Part von Mario und Luigi Dream Team Bros. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir uns Peenemünde ansehen werden und meine Stimme wieder etwas besser drauf ist. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.